Ich sage, was ich meine, und ich bekomme, was ich will. Wollen Sie, dass Forrester Creations Konkurs macht? Das wäre nämlich durchaus möglich, wenn Stephanie weitermachen darf. Ihre Meinung hat so viel Gewicht? Naja, sonst wären Sie nicht hier. Ihr ist jedes Mittel recht, um Eric öffentlich zu erniedrigen. Und ihm sein Lebenswerk zu nehmen. Und dennoch ist es nicht er, der in meinem Büro steht. Ich wette, er weiß nicht mal, dass Sie hier sind. Sie ergreifen die Initiative für Ihren Mann. Sehr bewundernswert. Aber gleichzeitig schade, dass er den Mumm dazu nicht selbst aufbringt. Nur weil mein Mann nicht dazu bereit ist, sich auf Stephanies Niveau herabzulassen. Seine Ex-Frau ist im Begriff, ihn lächerlich zu machen, und das vor der ganzen Welt. Und er hat nicht vor, was dagegen zu unternehmen. Ich hoffe mal, dass das nicht nötig sein wird. Deshalb bin ich hier. Also, er will nichts gegen Sie unternehmen, Sie können's nicht. Aber ich soll's tun? Ich hätte die Möglichkeit. Stephanie und mein Vater waren miteinander befreundet und ich verdiene mit ihr enorm viel Geld. Aber ich könnte die Logan Chronicles absetzen und mein Medienimperium sogar dazu nutzen, den Spieß danach umzudrehen und die Öffentlichkeit gegen Stephanie einzunehmen. Wenn ich die entsprechende Motivation hätte. Motivation? Sollte nicht besonders schwer sein. Leidenschaft ist ja offenbar keine Mangelware bei Ihnen. Wie Sie hier reingestürmt sind vorhin. So voll unter Strom. Rassig. Und heißblütig. Davon würde ich gern mehr sehen. Und weniger davon. Vergiss es. Ich sehe mir das nicht an. Es ist wichtig, bitte, Dad. Es gibt nichts, was Rick mir sagen oder womit er sich entschuldigen könnte. Ich lasse mich durch nichts umstimmen. Close my eyes and think, and you're always there. In the world I know you're always there. When I smile and laugh, you're always there. Time and time again, you're always there. How do I show you? What can I say? What you mean to me? You held me high, and I touched the sky. No star is too far away. I have my faith in dreams, 'cause you're always there. You've made my home in your heart. Wir werden unser Leben lang in Liebe an Phoebe zurückdenken. Ihre Eltern, ihr Bruder und ihre Schwester. Jeder, der das Glück hatte, sie zu kennen. Durch ihren sinnlosen Tod haben wir die Orientierung verloren. Aber ihr Strahlen wird uns einem neuen Tag entgegenführen. Versteht ihr jetzt, weshalb ich ihm vergeben habe? Ich verstehe zumindest genau, was das ist. Er hat nie aufgehört, an mich zu denken. Und ich habe an ihn gedacht. Du findest das unglaublich schön? Hältst es für ein Zeichen von Zuneigung und Liebe? Nein, mein Schatz, das ist es nicht. Das erinnert uns bloß daran, was dieses Monster uns genommen hat. Zuerst hat dieser Kerl den Tod deiner Schwester benutzt, um dich zu verführen. Jetzt will er dich wiederhaben und benutzt ihn nochmal. Männer, die Macht haben, ziehen sie an. Wir machen sie heiß. Ich wollte sie nur um Hilfe bitten. Die bekommen sie. Alles, was sie nur brauchen. Wenn ich ihnen gebe, was sie wollen. Ein absolut gerechter Austausch von Leistungen.
Ich bin verheiratet. Wenn ihr Mann schon nichts unternimmt, wenn seine Ex-Frau ihn beschimpft, dann legt er sich garantiert nicht mit mir an. Also, wie sieht's aus, mein kleiner Barracuda? Das da ist krank. Nein, ist es nicht. Es ist eine Hommage an Phoebe, Rick. Hör auf, ihn schon wieder in Schutz zu nehmen. Das hast du mir versprochen. Du hast gesagt, du wärst auf meiner Seite. Und du, Steffi, du hattest dich von ihm befreit. Und endlich klar erkannt, was für ein Mensch er ist. Aber das hat er natürlich nicht ertragen können. Er musste was unternehmen, einen letzten Versuch. Und dazu hat er diese Bilder und Phoebes Musik benutzt und damit deiner geliebten Schwester nochmal Unrecht getan. Nein, Dad, das siehst du falsch. Ich habe Sehnsucht nach ihm. Ich will ihn wieder in meinem Leben haben. Nein, du sprichst nicht mal mehr mit ihm. Er gehört nicht in dein Leben. Und deshalb wirst du ihn nie wiedersehen. Dad, nein! Hör auf, Rich. Bitte. Siehe in die Augen. Hör dir an, was deine Tochter zu sagen hat. Nein, Brooke, das Maß ist jetzt voll. Ich hab genug. Ich höre mir nicht noch ein einziges Wort der Rechtfertigung für diesen Albtraum an. Okay, okay, ich lass es sein. Ich mach's nicht. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Du kannst dich nicht damit abfinden. Es darf nicht passieren. Ich seh's ein. Ich seh's ein. Ich kann dir nicht so wehtun. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie kannst du ihr das antun? Ich gehe gleich und rede mit ihr, okay? Es ist ihr klar, dass das Ganze, dass das nie klappen würde. Es ist vorbei mit ihm. Für Brooke leider nicht. Alle ihre Versprechungen. Die bedeuten gar nichts. Ich habe gewusst, dass es mit Rick Probleme gibt. Zwischen uns, das war mir schon vor der Hochzeit klar. Aber das... Sie will einfach nicht die Wahrheit sehen. Ich schwöre dir, manchmal da... Wenn ich das damals gewusst hätte, wenn ich... gedacht hätte, dass es so kommt. Was wäre dann gewesen? Was hättest du dann gemacht? Es bringt nichts. Wir sind ja nun verheiratet. Nein, seid ihr nicht. Es ist wirklich so, Rich. Ich wollte dir das ja schon mal sagen, aber das ist kein Wunschdenken von mir und keine Einbildung. Es ist die Wahrheit. Du und Brooke, ihr seid nicht verheiratet. Oben. Knie, Po, Jeans, Beckenboden. Einatmen. Finger verklinken. Ausatmen. Ellbogen durchdrücken. Einatmen. Rich, ich sage dir wirklich die Wahrheit. Es wäre doch absurd, dir da was vorzulügen. Das würde ich nie machen. Natürlich nicht, das weiß ich. Ich versteh's nur nicht. Du und Brooke, ihr hattet diese Zeremonie am Strand und dann habt ihr die Ehe bestätigen lassen. Aber die amtliche Urkunde ist widerrufen worden. Das heißt, es besteht offiziell keine Ehe. Weil eure Strandzeremonie allein keine rechtliche Gültigkeit besitzt. Kommen Sie, machen Sie einen Vorschlag. Sie glauben allen Ernstes, ich lasse mich mit Ihnen ein, um Stephanies Rachefeldzug damit zu beenden? Sie sind nicht ganz bei Trost. Stephanie aus der Firma zu jagen, hat wesentlich schlimmere Folgen für Forrester Creations, als der gute Eric angenommen hat. Ihr Mann hat sich sein Grab geschaufelt. Aber mit ein wenig
körperlichem Einsatz wär's bestimmt wieder aufgefüllt, bevor er reinplumpst. Ich verstehe nicht, wieso sie das tun. Weil ich es tun kann. Sie lassen Stephanie also weiter Rufmord betreiben. Weshalb gehen Sie nicht zurück nach New York? Weil ich das Wetter hier angenehmer finde. Da spare ich mir das Sonnenstudio. Ich habe vor, nach Beverly Hills zu ziehen und bin da gerade an einem Anwesen dran, das, glaube ich, direkt neben dem der Foresters liegt. Das ist jetzt aber nicht zufälligerweise das, in dem Sie wohnen, oder? Wagen Sie das nicht. Ich fände es schrecklich, eine früher mal so tolle Firma wie Forrester vom Markt verschwinden zu sehen. Dann helfen Sie mir, Bill. Wenn Sie auf die Knie gehen und ganz lieb bitte sagen, dann mache ich's vielleicht. Hey, hat dein Daddy dir vor dir gesehen? Rach war außer sich vor Wut. Er hält es für einen ganz üblen, hinterhältigen Trick von dir. Was? Das war doch kein Trick. Oh, ich habe versucht, ihm das klarzumachen. Auch, aber er ist nicht bereit, irgendwas anderes darin zu sehen als einen Trick. Okay, dann spreche ich jetzt vielleicht mal mit ihm. Nein, dann kann ich ihm eventuell... Du kannst an seiner Einstellung nichts ändern. Er ist total gegen uns, mehr als je zuvor. Wir müssen jetzt den Tatsachen ins Auge sehen. Mein Dad wird seine Haltung nie aufgeben. Wir beide können nicht zusammen sein. Wie kann das sein? Es ist doch alles den offiziellen Weg gegangen. Nur teilweise. Auf dem Antrag war eine fehlerhafte Angabe. Pam hatte für euch die Formulare ausgefüllt, die Daten eingetragen, Sozialversicherungsnummern etc. Anscheinend ist das Ganze dann in der Behörde erstmal so durchgerutscht und dann haben sie den Fehler nachträglich doch noch entdeckt und haben Pam in einem Schreiben mitgeteilt, dass die Heiratsurkunde leider irrtümlich ausgestellt wurde und ungültig ist. Und wieso erfahre ich das erst jetzt? Ich meine, du weißt es und mich hat niemand informiert? Weil Pam Angst hatte. Sie hat sich einfach nicht getraut, damit bei dir anzukommen. Sie hat gedacht, sie sagt's erst mal Stephanie. Und warum hat Mutter mich nicht informiert? Weil sie nicht wollte, dass du noch mehr Kopfschmerzen bekommst. Da gab's dann schon die ganzen Spannungen und Probleme mit Rick. Deshalb habe ich ihr zugestimmt. Später ist mir dann klar geworden, dass das ein Fehler war. Das Ganze beruht ja nur auf einer falschen Angabe. Das lässt sich leicht in Ordnung bringen. Falls du das wirklich möchtest. Ich wünsche mir natürlich, dass Rick Steffi einfach in Ruhe lässt, nur denke ich nicht, dass er das von sich aus tut und Brooke lässt uns daher völlig im Stich. Gott, ich habe das Gefühl, wir sind die Einzigen, die es wirklich begreifen. Und die in dem Punkt derselben Meinung sind. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, weshalb Brooke nicht dazu bereit ist, dich dabei zu unterstützen. So würde ich mich dir gegenüber nie benehmen. Sowas habe ich auch während unserer ganzen Ehe nie getan. Manchmal daheim träume ich von der Zeit. Kommt das bei dir auch ab und zu vor? Steffi, du kannst unsere Beziehung doch nicht so einfach aufgeben. Es muss aber sein. Die Situation ist zu brisant. Du hättest Rich sehen sollen. Er hat richtig gehend gezittert vor Wut. Was habe ich mir erwartet? Ich kann machen, was ich will. Rich unterstellt mir immer irgendeine unlautere Absicht. Rick, ich weiß, dass das bei der DVD absolut nicht der Fall war. Aber Rich lässt trotzdem nicht zu, dass ihr wieder ein Paar werdet. Es ist vorbei und das musst du akzeptieren. Es ist nicht vorbei und ich akzeptiere es nicht unter gar keinen Umständen. Steffi, du hast Rick zwar alles vergeben, auch das, was er gesagt hat, aber du weißt, wie wütend dein Vater damals war. Und jetzt ist er noch wütender über diese Hommage an Phoebe. Ist das wieder so ein Punkt, an dem Rich viel wichtiger ist, als ich es bin? Sag sowas nicht. Es stimmt doch aber. Tief im Inneren weißt du doch ganz genau, dass es absolut unfair ist, was Rich mit Steffi und mir macht. Ich habe Rich versprochen, dich nicht immer ganz automatisch in Schutz zu nehmen. Genau das habe ich jetzt getan und auch noch versucht, euch zu helfen. Das kann ich nicht ununterbrochen wieder tun. Das musst du doch verstehen. Ich bewege mich mit Rich auf sehr dünnem Eis. Besonders jetzt, wo Stephanie diese schlimmen Dinge über meine Familie und mich verbreitet. Es ist ziemlich viel auf einmal und nicht gerade das beste Timing. Oder es ist das perfekte Timing. Ich kann nicht leugnen, dass Brooke und ich schon bessere Tage erlebt haben. Ich fasse es nicht, wie sie ihren Sohn unter allen Umständen verteidigt.
Ich meine, Ihre Reaktion auf das, was er uns heute geboten hat. Das war eine richtig gewaltige Ohrfeige. Da werden einem einige Probleme bewusst, oder? Im Grunde ja nur die, die es schon von Anfang an gegeben hat. Diese miese Tour mit dem Video. Wie krank muss man dafür sein? Ich habe immer gedacht, wir könnten alles bewältigen. Aber wenn sie alles unterstützt, was immer ihr Sohn tut, sogar wenn es dabei um unsere Tochter geht, und ganz egal, wie sehr ich mich bemüht habe, ihr meinen Standpunkt und meine Empfindungen klarzumachen, dann weiß ich nicht mehr weiter, da bin ich... Ich hätte das von Brooke nie erwartet. Wenn ich mir das Logo da so ansehe, dann muss ich an ihren Vater denken. Sie sind ihm sehr ähnlich, oder? Oh, sehr vielleicht nicht gerade. Aber Sie wissen ja, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Vor allem die verdorbenen Äpfel nicht. Also sollte ich mich über Ihr Verhalten nicht unbedingt wundern. Wissen Sie, dass Ihr Vater mal für eine seiner Zeitschriften Nacktfotos von mir hat machen lassen? Sie müssen ihn ziemlich beeindruckt haben. Deshalb standen Sie in seinem Testament. Leider, und er hat es auch noch geschafft, einen Nachkommen mit derselben Art von Humor zu haben. Mein Vater war sich ihrer Qualitäten sehr bewusst. Und ich finde die auch sehr bewundernswert. Sie sind haargenau mein Typ. Sie jagen dem nach, was sie wollen. Sie haben Eric verführt, haben ihm den tollsten Sex seines Lebens geboten und bam, waren sie die neue Königin von Forrester. Sie jagen dem nach, was sie wollen und kriegen es. Bei meiner Ehe ist es nie um Sex gegangen. Ach, kommen Sie, Sie müssen eine Granate in der Kiste sein und ich kann es kaum erwarten, die explodieren zu sehen. Sie sind hier echt absolut unglaublich. Sie können sicher sein, dass zwischen uns niemals irgendwas passiert. Ist das klar? Erstmal Nein sagen. Ein Markenzeichen bei den Frauen, auf die ich abfahre. Das ist in Ordnung. Ich gebe mir gerne ein bisschen Mühe, solange es bei einem bisschen bleibt. Das macht es umso schöner, wenn ich sie dann kriege. Ich kriege nämlich immer, was ich will. Der Satz wird bald nicht mehr stimmen. Und das war das absolut unprofessionellste Meeting, das ich jemals hatte. Das war das Meeting, das Sie niemals vergessen. Was wollen Sie mir damit sagen? Okay, weshalb sind Sie nach L.A. gekommen, Bill? Was haben Sie wirklich vor mit Eric und mir? Ich wollte damit was Gutes tun, worüber sich alle freuen. Ich wollte mich damit vor Phoebe verneigen, aber Rich kann das natürlich nicht akzeptieren. Er glaubt einfach nicht, dass deine Absichten ehrlich waren. Klar, egal was ich tue, er hält es für einen Manipulationsversuch, weil ich wieder mit Steffi zusammen sein möchte. Aber das war ein Friedensangebot an Rich, Steffi, die ganze Familie. Und es war eine so wunderbare Hommage. Ich habe mich Phoebe nicht mehr so nahe gefühlt seit wir sie verloren haben. Dein Gesichtsausdruck, als du dir das Video angesehen hast. Es tut mir leid, da habe ich mich der Illusion hingegeben, wir beide könnten vielleicht wieder zusammenkommen, dass wir eine Chance hätten. Aber Rich muss uns natürlich den Teppich unter den Füßen wegziehen. Ich habe dir nicht versprochen, dass er es gut aufnehmen würde. Ich habe dir gesagt, dass die Reaktion denkbar wäre. Ja, hast du. Du willst aber genauso gern mit mir zusammen sein, wie ich mit dir. Ja, natürlich. Was hält uns dann davon ab? Ich muss das für meinen Dad tun. Er muss wissen, dass zwischen uns Abstand herrscht, wegen Phoebes Tod. Er wird einfach nicht damit fertig, dass du am Steuer gesessen hast, als Phoebe gestorben ist. Brooke hat noch nie ein Kind verloren. Sie kann sich nicht vorstellen, wie tief dieser Schmerz in uns sitzt. Dass wir unser Kind, unsere geliebte, süße Phoebe, durch so einen tragischen Unfall verloren haben. Du meinst durch Ricks Schuld? Sie hat's nicht verdient, bei dem hängen zu bleiben. Sie leidet noch so unter dem Tod ihrer Schwester. Ich meine, ist sie noch nicht genug gestraft? Schlimmer kann der Kerl jedenfalls nicht mehr werden. Oh, bei jemandem, der so narzisstisch ist, ist alles möglich. Er hält sich ja für das wichtigste Wesen des Universums. Glaubt, die ganze Welt dreht sich bloß um ihn. Das mit der DVD war krank. Und Brooke ist drauf reingefallen. Ich sag immer, das Verhältnis zwischen Brooke und mir ist unzerbrechlich.
wenn sie es weiter so strapaziert, wenn sie ihren Sohn weiterhin bei allem unterstützt, auch bei der Beziehung zu unserer Tochter, dann weiß ich nicht, ob Brooke und ich das gemeinsam überstehen. Sie haben irgendwas gegen Eric. Von Ihrem Vater wusste ich das. Mein Vater hat Erics Frau sehr bewundert, so wie ich sie bewundere. Was Eric hier in Los Angeles so alles auf die Beine gestellt hat, ist ganz nett. Er hat eine Traumfrau, ist die große Nummer in der Modewelt. Wenn Sie Eric ja offenbar doch bewundern und mich so unheimlich attraktiv finden, was ist dann der Grund für Ihr Bündnis mit Stephanie, die uns ruinieren möchte? Ergibt keinen rechten Sinn, oder? Doch. Doch, ich glaube nicht, dass sie irgendwas tun, wofür es keinen Grund gibt. Aber dass sie die Hasstiraden dieser sitzengelassenen, gehässigen Frau produzieren, wird nur dafür sorgen, dass sie am Ende ganz besonders schlecht dastehen. Ich stehe am Ende nie schlecht da. Und sie stehen natürlich jetzt schon gut da. Lassen Sie es, das ist albern. Ich kaufe Ihnen das nicht ab. Sie kommen nach L.A. ins Reich der jungen Schönheiten. Und wen machen Sie an? Ausgerechnet mich? Eine Frau mit Ehemann? Also finden Sie mich wirklich so attraktiv oder liegt es daran, dass ich Erics Frau bin? Sie wollen mich. Aber auch noch mehr. Also sagen Sie es mir. Da muss ich rangehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mein kleiner Barracuda. Spencer? Nein, unter gar keinen Umständen. Ich will die Vertragsentwürfe bis spätestens 5 Uhr auf meinem Schreibtisch haben. Mir versprochen, dass du nicht drauf bestehst. Ich weiß. Ich gebe euch beiden jetzt Zeit, euch voneinander zu verabschieden. Ohne dieses Mal bloß so zu tun. Ich will mich nicht von dir verabschieden, Steffi. Niemals. Es muss sein. Kannst du mir erklären, wieso wir beide unser Leben so leben, wie andere es haben wollen? Weil es da um mehr als uns beide geht. Wir können uns nicht weiter sträuben, es liegt nicht mehr in unserer Hand. Sieh mal her. Es gibt so viele Länder, wir können hingehen, wohin wir wollen. Wir können leben, wo wir wollen. Solange wir zusammen sind, gehört uns die ganze Welt. Komm mit mir mit. Wir können nicht davonlaufen. Doch, können wir schon. Nein, können wir nicht. Ich kann mich nicht von meinem Vater abwenden, also verlang das auch bitte nicht von mir. Und was ist mit deinem Glück, Steffi, und unserem Glück? Wo bleibt das? Wenn ich wüsste, dass ich meinem Vater das angetan habe, könnte ich niemals glücklich sein. Das mit uns geht einfach nicht. Das, was wir haben, hat man höchstens einmal im Leben. Steffi, bitte, wirf das jetzt nicht einfach weg. Wir haben keine andere Wahl. Leider, Rick, unsere Wege müssen sich trennen. Und wenn du mich lieben würdest, dann würdest du das verstehen. Und es akzeptieren. Das war's dann also. Nimm ihn wieder, bitte. Nein, doch, nein, das kann ich nicht machen. Hör mir mal bitte zu. Ich möchte ihn dir echt gern geben. Du musst das ja niemandem sagen. Tu ihn einfach wohin, wo er nicht verloren geht. Und vielleicht fühlst du dich ja mal einsam. Dann kannst du ihn rausholen und ihn dir ansehen. Und dann bin ich bei dir. Weil ich nie woanders sein werde. Natürlich hat eine Mutter das Recht, ihr Kind zu verteidigen, aber wenn sich das so sehr gegen deine berechtigten Wünsche richtet.
Mir geht's bei der ganzen Sache immer nur um Steffi. Ich sehe ja, wie der das zu schaffen macht. Ich meine, du hast so viel hinter dir, Rich. Du hast deine Tochter verloren und ich weiß nicht, was Brooke sich in der Sache mit Rick von dir erwartet. Und immer, wenn sie mit ihm spricht, gibt's nur noch mehr Probleme. Immer. Ich weiß auch nicht, was da noch zu bereden ist. Steffi hat zu Rick ganz klar Nein gesagt. Ich hab Nein gesagt. Du hast Nein gesagt. Aber für Rick gibt's kein Nein. Und irgendwo verstehe ich's zwar nicht, aber offenbar schert Brooke sich ja genauso wenig um unser Nein. Wenn du das so unverblümt beschreibst, wird auf einmal alles sehr klar. Gleichzeitig ist es mir jetzt noch mehr ein Rätsel, weshalb Brooke sich dabei so verhält. Ich habe mich zurückgehalten und mir all die Jahre dein Tauziehen mit Brooke angesehen. Und es hat jedes Mal damit geendet, dass du unglücklich warst. Ich denke, immer mit mir zusammen warst du am glücklichsten. Ich wünsche mir manchmal, ich könnte noch mal ganz von vorn anfangen. Ein kurzes Blinzeln und die Kinder sind erwachsen und dann haben sie bald selbst Kinder. Das bald verdränge ich mal lieber. Oh, ich glaube, als typische Großeltern werden wir uns nie empfinden. Du fehlst mir. Und ich würde alles dafür geben, wenn ich zurückgehen und es anders machen könnte. Aber das ist jetzt natürlich deine Entscheidung. Je nachdem, wie du dir deine Zukunft vorstellst. Ich müsste ja eine neue Urkunde beantragen. Das mache ich jetzt nicht. Fürs Erste. Und ich möchte, dass das niemand außer uns beiden erfährt. Wenn du mit Brooke verheiratet wärst, würde ich das nicht machen, aber nachdem du es nicht bist. Vielleicht gibt es für uns eine Fortsetzung. Es ist vorbei. Rick und Steffi haben es akzeptiert. Ich bete zu Gott, dass das stimmt. Aber das hast du mir schon mal versichert, oder, Brooke? Und da war es alles andere als vorbei. Richtig. Aber die ist jetzt wirklich ausgestanden. Diese schreckliche Belastung für dich und uns. Wir werden in unserer Ehe nie mehr eine solche Krise zulassen. Bill, vielen Dank.